Hypnose ist Kommunikation mit dem Unbewussten, und zwar mit meinem Unbewussten, mit meinem eigenen. Aus der Showhypnose, die den meisten von uns irgendwie ein Begriff ist, mehr oder weniger angenehm oder unangenehm, wissen wir oder denken wir, da ist ein Hypnotiseur, der geht in das Unbewusste des Hypnotisanten und macht da was. Und vielleicht kriege ich das auch alles gar nicht mit. So funktioniert Hypnose nicht. Hypnose ist immer Selbsthypnose und ich kann nur mit meinem Unbewussten sprechen. Und es funktioniert am besten, wenn ich fokussiert bin, das heißt, mich auf etwas konzentriere, wie wenn ich ein Weitwinkelobjektiv engstelle, ganz dabei bin, das zu mir herhole und in mich hineinnehme und dabei bleibe. Dann entsteht Trance, das ist ein Phänomen, das kennen wir auch aus der Meditation, das kennen wir von den Schamanen, von den schamanischen Reisen, das kennen wir auch vom Drogenkonsum. Ja, dann entsteht Trance, ein Trancezustand. Und wenn ich den in mir halten kann, dann bin ich fokussiert und das ist Hypnose. Ja, fokussierte Kommunikation mit meinem Unbewussten. Ich kann nur mit meinem eigenen Unbewussten kommunizieren und der Hypnotiseur kann mit seinem kommunizieren. Und das, was mir mein Unbewusstes sagt, kann ich über Worte dem anderen sagen, ist es bei dir auch so. Und so gehen wir vom Unbewussten ins Bewusste, zum Bewussten des anderen ins Unbewusste. Also Hypnose heißt immer Kommunikation mit meinem eigenen Unbewussten. Jetzt, was ist das Unbewusste eigentlich? Da gibt es verschiedene Erklärungen. So haben wir schon Dokumente aus vorchristlicher Zeit, was das Unbewusste ist. Und Hypnose kommt ja von Hypnos und Hypnos ist der griechische Gott des Schlafes. Und Homer hat eben schon beschrieben, das hat was mit Schlaf zu tun. Heute wissen wir, es hat mit Schlaf überhaupt nichts zu tun, weil in den EEGs ein ganz anderes EEG-Bild erscheint, als wenn wir schlafen. Es hat was zu tun mit Tod. Ja, es trennt sich mit mir, da kommt der Aspekt der Seele mit rein und damit auch die Psyche. Und es hat was zu tun mit ein schattenhaftes Wesen, also ja, etwas, das mich begleitet, das auch ich bin und das mich beraten kann, das mich gut kennt. Das ist die philosophische Blickweise. Jetzt ganz einfach naturwissenschaftlich gesagt, muss man sagen, Hypnose spielt sich ab in unserem Stammhirn und im Mittelhirn. Die Stammhirnfunktionen, vielleicht wundern Sie sich, warum hier eine Krokodil und eine Kuh stehen. Das Krokodil ist das Symbol für das Stammhirn. Daher hat ja auch unser Stammhirn seinen Namen, weil ein Krokodil, wenn es liegt, hat es keinen Hals. Das sieht aus wie ein Baumstamm, Stammhirn. Das sind unsere ältesten Funktionen und da sind alle unsere Schutzfunktionen drin. Dass wir atmen, dass wir husten, dass wir uns abstützen, ja, dass wir angreifen, fliehen oder uns totstellen, wenn Gefahr droht. Und dieses Gehirn hat sich nicht weiterentwickelt. Das ist so, wie es immer war, als wir als Fische an Land gegangen sind. Und das ist unser Unbewusstes. Die Kuh steht für das limbische System, wo auch unsere ganzen Emotionen drin sind, aber nicht differenziert, so wie Großhirngefühle, ja, versucht zu analysieren, zu zerlegen, zu bewerten, ganz einfach gestrickt. Etwas passiert, es ist ein schöner, warmer Sommerabend, da fühle ich mich gut. Ja. An einem anderen schönen Sommerabend bin ich überfallen worden, da geht es mir schlecht. Dann kommt wieder ein schöner Sommerabend, aber jetzt erinnere ich mich an jeden schönen Sommerabend dran, da ist mir mal was Schlimmes passiert. Es geht mir nicht gut. Und diese inneren Teile repräsentieren Kuh und Krokodil. Und mit denen sprechen wir in Hypnose. So, die sind nicht logisch, deswegen, was uns das Unbewusste antwortet, entzieht sich oft der Logik und die konnten ja noch keine Sprache. Die verstehen keine Sprache, aber sie verstehen Bilder und deswegen ist die Imagination so wichtig. Ja? Also das, ich benutze die Puppen sehr gerne bei den Kindern, aber auch Erwachsenen hilft es zu verstehen, vor allem wenn es um Widerstände geht, was passiert denn da eigentlich in mir? Krokodil und Kuh. Die Besonderheit bei den Kindern ist, weil Hypnose viel mit Imagination arbeitet, das heißt mit Vorstellung. Und das haben wir ja alle quasi angeboren. Das ist ein großes Geschenk. Aber je mehr wir uns entwickeln, je älter wir werden, besonders in der westlichen Welt, umso mehr wird diese wunderbare Gabe in den Hintergrund gedrängt. Es fängt ja heute im Kindergarten schon an, sitz still, mach deine Hausaufgaben, träum nicht.
Ein Kind in der Schule, das einen verträumten Blick hat, ist in Trance. Und diese Bilder werden uns abgewöhnt. Aber je jünger wir sind, umso lebhafter ist unsere Vorstellungswelt. Das hat auch was damit zu tun. Das passiert alles in der rechten Gehirnhälfte. Die ist am Anfang im Vergleich zur linken schon sehr gut ausgebildet. Die linke Gehirnhälfte, die intellektuelle Seite, die bildet sich ja erst übers Lernen. Und dann wird die rechte zurückgedrängt. Deswegen tun sich Kinder auch viel leichter in Trance zu gehen. Wenn ich sage, stell dir einen Ort vor, wo du jetzt richtig gerne wärst. Ein Kind hat sofort einen, ne? Selbst wenn es im Krankenhaus ist. Während eine Mutter mich dann vielleicht erstmal verdattert anschaut und sagt, na, Sie stellen mir aber Fragen jetzt in dieser Situation. Da dominiert die linke Hirnhälfte, bei den Kindern die rechte. Die Traumreisen oder die Fantasiereisen sind eine Möglichkeit, in Trance zu gehen. Eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel Pop-up-Bücher. Das sind diese aktiven Bücher, wo Geschehnisse aufklappen. Die hat die Leora Kattner auch eingeführt und die hat immer gesagt, je gruseliger, umso besser. Also je mehr da drin in dem Buch passiert, das heißt, es absorbiert die Aufmerksamkeit des Kindes. Damit sind die abgelenkt, zum Beispiel bei einem Verbandswechsel. Und eine Möglichkeit sind die interventionellen Verfahren, wie zum Beispiel der Zauberhandschuh, der Schmerzschalter, um über eine Vorstellung, eine Kommunikation mit einem interventionellen Teil zu sagen, dann kann ich hier meine Sensibilität oder mein Schmerzempfinden regulieren. Was da ja auch total hilft, ist, mit was beschäftigt sich denn das Kind gerade? Wir etablieren jetzt bei den Erwachsenen in der Ausbildung immer, da kommt so eine innere weise Gestalt. Mein, so einen Berater, an den ich mich wenden kann, wenn ich irgendwo hake. Als Harry Potter in den Kinos war, hatten wir ganz viele Dumbledores als innere weise Gestalten. Und als es den Herrn der Ringe gab, gab es ganz viele Gandalfs. Also das heißt, das Unbewusste, das sickert ja ab, was aus dem Bewusstsein kommt. Also ich gehe ins Kino, schaue mir den Film an, Dumbledore repräsentiert die Weisheit. Und wenn das Unbewusste zustimmt, dann wird es zu einer inneren Weisheit. Welchen Schatz begrabe ich? Ja, wenn ich sage, hör auf mit dem Schmarrn, das sind alles Fantasiegeschichten. Also man kann das eigentlich ganz einfach differenzieren. Ich nenne das immer Software- und Hardware-Probleme. Die Hypnose kann man einsetzen bei jedem Software-Problem. Das heißt, übertragen auf den Körper, wenn ich mit der Hypnose eine Selbstregulation anstoßen kann, also der Körper kann sich selbst wieder in Balance bringen, zum Beispiel aus dem Stress heraus, aus einem Schmerzempfinden heraus, in eine Entspannung gehen, in eine Gleichgültigkeit dem Schmerz gegenüber, dann habe ich ein Softwareproblem gelöst. Und es ist, vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es geht immer irgendwo um Angst, bei jedem Thema, das wir haben, und es geht immer um Schmerz. Und Schmerz, der kann jetzt auf der Körperebene sein, der kann aber auch auf der seelischen Ebene sein. Und Schmerz ist immer real. Aber Schmerz ist nur Schmerz. Und ob ich darunter leide, ist meine Entscheidung. Wenn ich einen Hardware-Schaden habe, das heißt, meine Bauchspeicheldrüse kann kein Insulin mehr produzieren. Es geht nicht. Dann brauche ich keine Hypnose machen, weil da kommt auch kein Insulin. Das ist die wichtigste Differenzierung. Also ich bin ja in meinem ersten Beruf und in meiner ersten Berufung Krankenschwester. Und ich habe viele Jahre auf Intensivstation gearbeitet, also 25 Jahre. Und mir hat immer ein entscheidender Teil gefehlt. Und für mich, ich war nie eine Schwester, die gesagt hat, das ist ein herzkranker Mensch oder das ist ein, der hat einen Gehirntumor. Für mich war es immer wichtig, den ganzen Menschen zu sehen. Und wie komme ich in Kommunikation mit dem ganzen Menschen? Punkt 1. Punkt 2. Gibt es auch eine Möglichkeit, mit sedierten Patienten zu kommunizieren, die an Beatmungsmaschinen hängen und in Narkose sind? Und da bin ich über die Hypnose zu einer Möglichkeit gekommen, durch verschiedene Techniken, durch verschiedene Verfahren wirklich mit dem ganzen Menschen zu kommunizieren. Und dann ist in mir der große Wunsch entstanden, zu sagen, ich möchte, dass das ein Verfahren wird, das am Krankenbett etabliert wird, und zwar bei den Pflegenden. Warum? Weil die Pflegenden die sind, die am meisten Zeit am Krankenbett verbringen. Wir sind die, die immer noch da sind, wenn die Angehörigen nach Hause gegangen sind.
Wir sind auch da, wenn die Visite draußen ist und angstgroße Augen da sind. Was hat der jetzt da gerade gesagt? Habe ich eigentlich gar nicht verstanden, aber hat bedrohlich geklungen. Und das ist die große Chance der Hypnose, diese Art der Kommunikation dahin zu bringen, wo sie am meisten gebraucht wird. Und wenn ich das gelernt habe, das muss man üben wie eine Sprache. Ich gehe an die Volkshochschule, lerne Italienisch, gehe ich in einen Hypnosekurs und lerne die hypnotische Kommunikation mit dem Unbewussten, dann kann ich, während ich eine Antibiose anhänge, während ich einen Verbandswechsel brauche, ja, kann ich mit dieser, wir nennen sie Placebo-Kommunikation, mit positiver Kommunikation mit dem Patienten sprechen. Und die Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe, sind so positiv, weil die Patienten sich dann auch anders erleben, die erleben sich auch viel selbstwirksamer und viel selbstzufriedener. Und dann geht die Heilung schneller. Es gibt vielleicht noch als Ergänzung eine Studie, die besagt, wie geht es stationären Patienten, die mit Hypnose behandelt worden sind oder ohne Hypnose behandelt worden sind. Die mit Hypnose sind bei den Erwachsenen 9 Tage früher am Arbeitsplatz zurück. Also die schönste Geschichte, glaube ich, gibt es nicht, weil es gibt eine Aneinanderreihung von lauter wunderbaren Geschichten. Und es macht mir so eine Freude zu sagen können, es ist nie in die Hose gegangen. Es hat nie einen Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, hätte ich besser mal nicht. Es ist immer was Gutes dabei rausgekommen. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Es ist schön, wenn man jemand helfen kann, der Schmerzen hat, akut oder chronisch. Es ist schön, wenn man jemanden helfen kann oder jemanden unterstützen kann, der Angst hat. Was wird aus mir? Was bedeutet die Diagnose? Es ist schön, wenn Kinder in der Schule wieder Freude am Lernen haben. Und es ist schön, wenn man sieht, wie Kinder den Ball annehmen, den wir ihnen zuspielen und uns selbst organisatorisch und selbstbestimmt handeln. Ein Beispiel vielleicht, ich hatte ein Mädchen, die hat sich den Arm gebrochen, ist im Krankenhaus erst versorgt worden und hat danach ein Krankenhaus- und Ärzte Phobie entwickelt. Warum? Weil sie das als sehr schmerzhaft empfunden hat, wie der Bruch eingestellt wurde und auch, und die waren unfreundlich und die hatten keine Zeit und das will ich nie wieder haben. Und darüber sind Jahre vergangen und dann wurde sie älter und eigentlich hat die Mutter gesagt, die müsste mal dringend zum Zahnarzt gehen. Nein, mache ich nicht. Und dann habe ich ihr angeboten, dass sie lernen kann, Schmerzen oder unangenehme Gefühle selbst zu regulieren, über Imagination, mit der Hilfe von Krokodil und Kuh. Und am Anfang war sie so ein bisschen skeptisch, aber schon bereit. Und dann hat ihr das Schicksal die große Chance zugeführt, dann hat sie im Gesicht so einen Fleck entwickelt, der musste entfernt werden. Und da gab es jetzt keine Diskussion, jetzt musst du gehen und das muss jetzt gemacht werden. Und dann wollte sie unbedingt vorher bei mir eine Stunde haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, wir machen jetzt ein Pult, musst du dir vorstellen, wie ein Mischpult. Und die Regler, die du da hast, die stehen für bestimmte Gefühle. Da gibt es einen für Schmerz, da gibt es aber auch einen zum Beispiel für Brennen. Wenn ich da was, da gibt es einen für Druck, ja? Da gibt es einen für Sorge. Ich benutze das Wort Angst nicht, ich sage lieber Sorge. Und schau mal, was geschehen muss, damit du die runterregulieren kannst. Und dann haben wir so geübt und dann am nächsten Tag hatte sie diese kleine OP im Gesicht und dann hat mir die Mutter erzählt, sagt, wissen Sie, dann sind wir da hingegangen und dann hat sie einen Zugang gelegt gekriegt und dann ist sie blass geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das funktioniert nicht, jetzt wird es gleich wieder ganz schlimm. Und dann habe ich auf sie eingeredet und dann hat sie gesagt, Mama, sei jetzt still, ich mache jetzt, was mir die Frau Huchenleitner gestern gezeigt hat. Ist die Mutter rausgegangen und sie hat gesagt, und dann hat es super funktioniert. Und da war auch eine Krankenschwester während der OP und die hat dann zu ihr gesagt, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Was hast du denn gestern gelernt? Ja, ich habe da ein Schaltpult und jetzt drehe ich darunter und darunter und darunter und zack, war es vorbei. Und ich habe mich dann so gefreut, weil ich habe am Abend ein WhatsApp gekriegt mit einer Reihe. Ja, und das sind die schönen Erfolge. Und das habe nicht ich gemacht, das hat sie gemacht, weil sie es angenommen hat. Doch schön, oder? Also die Feedbacks sind durchwegs positiv. Und alle Häuser, an denen ich dieses Seminar mache oder diese Seminarreihe anbiete, haben uns wiedergeholt.
Uns heißt mich und meinen Kollegen, den Thomas Kahlen, der ist Facharzt für Anästhesie aus Köln. Wir machen das gemeinsam, weil es im Rahmen der Krankenhäuser auch wichtig ist, dass ein Arzt erklärt, was ist Hypnose und es den Ärzten nahe bringt und ich als Pflegende es zu den Pflegenden bringe. Und wie gesagt, alle Seminare, die wir bis jetzt angeboten haben, werden wieder gebucht. Die Evaluationen sind alle im Schnitt unter 1,5. Und heute ist ja die große Frage Nachhaltigkeit. Ist es ein nachhaltiges Verfahren? Das, was wir jetzt heute hier anbieten, gibt es in USA und Kanada schon seit 30 Jahren. Ist dort Teil der Studiengänge für die angehenden Mediziner. Und die Liora Kattner, von der ich besonders viel gelernt habe, das ist eine Ärztin, eine Onkologin und klinische Psychologin, die macht es heute noch in ihrer Praxis. Auch diese Angst- und Schmerzreduktion. Und dann nach 30 Jahren muss ich sagen, ja, es ist nachhaltig. Und die Liora Kattner hat eine Pionierleistung gebracht, die hat die Eltern mitgeschult in Hypnose. Weil sie gesagt hat, die Kinder, die vertrauen nicht uns, die vertrauen nicht dem besten Arzt und der nettesten Schwester. Die vertrauen ihren Eltern und meistens ist die Mutter mit am Krankenbett und die vertrauen ihrem Lieblingskuscheltier. Und diese beiden, die muss ich zu meinen Verbündeten machen, weil die sind die Verbündeten des Kindes. Und dann hat sie angefangen, die Eltern zu schulen. Und auch da ist die Resonanz total positiv. Warum? Weil Eltern, die ein krankes Kind haben, sind besorgt. Und die gehen in so eine Sorgenspirale. Und sie denken, sie sind uns ausgeliefert, sie können nichts tun. Und auf einmal, du kannst mit deinem Kind Zauberhandschuhe machen, du kannst eine Trance-Geschichte erzählen. Und dann erfahren sie auf einmal, ja, ich bin ja auch wirksam. Und das Kind erfährt auch Selbstwirksamkeit. Was passiert, wenn wir wirksam sind? Dann sind wir zufrieden. Ja? Und was macht es mit unserem Selbstwertgefühl? Und aus Laboruntersuchungen wissen wir, wenn Leute selbst wirksam sind und selbst etwas für sich tun können, dann haben wir niedrigere IL-6. Das ist der Indikator für eine kommende Sepsis. Also wir können da viel, viel Prävention auch machen. Ich habe 2008 mit der Hypnoseausbildung angefangen und diese Vision, diesen Traum in mir gehabt, und Träumen hat was mit Hypnose zu tun, das ans Krankenbett zu bringen. Die Einladung von der Carsten Stiftung, an einem Expertentreffen teilzunehmen und über die Carsten Stiftung auch in angegliederte Kliniken zu kommen und dort Seminare zu halten, war für mich der entscheidende Schritt, dass der Traum wahr wurde. Und es freut mich unglaublich, das rührt mich auch sehr bis heute. Und ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte und darf.